Wie komme ich überhaupt in den Kryptomarkt rein? Wie kann ich meine Euro gegen Bitcoin einfach und schnell tauschen? Das ist eigentlich die drängendste Frage, die sich viele Anfänger stellen und damit auch herzlich willkommen in unserem neuen YouTube-Kanal Crypto Report. Und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man hier am schnellsten oder am einfachsten auch in den Kryptomarkt reinkommt, also wie ich meine Euros gegen Bitcoin und Co. tauschen kann. Und hier gibt es gleich mehrere eigentlich populäre Anlaufstellen. Also es gibt nicht nur eine Möglichkeit, sondern hier mehrere Möglichkeiten, wie ich hier vorgehen kann. Und eine der Möglichkeiten in Deutschland sehr populär ist Bitcoin.de. Bitcoin.de ist ein Marktplatz, also es ist keine Kryptobörse, sondern ein Marktplatz. Hier Bitcoin.de vermittelt mehr oder weniger nur zwischen Käufer und Verkäufer. Und auf der Seite, ich blende es kurz ein, sieht man den Marktplatz, wie viele Bitcoins hier zur Verfügung stehen. Also die gehören nicht Bitcoin.de selber, sondern eben Nutzer, die hier verkaufen wollen. Und Bitcoin.de übernimmt hier praktisch die Vermittlungsfunktion und hat hier ein Bewertungssystem. Je höher man besser die Bewertung ist, desto mehr kann man eigentlich handeln. Und das ist ähnlich wie bei eBay, hat ein ähnliches Bewertungssystem, je besser das ist und desto besser ist es für einen, sage ich jetzt einmal, hier Vertrauen zu generieren. Und das Ganze bei Bitcoin.de läuft über die Fidor Bank in München, also man braucht hier noch ein anderes Bankkonto, damit ich meine Euros einzahlen kann auf Bitcoin.de, und das Ganze läuft dann über die Fidor Bank in München. Und die Gebühren, was sind die Gebühren? Ungefähr 1% bewegen sich die Gebühren zunächst bei dem, das sind die Handelsplatzgebühren, die Transaktionsgebühren bei Bitcoin.de. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der nächsten Plattform, die ähnlich populär ist in Deutschland, das ist Coinbase.de, ist ein amerikanischer Anbieter. Und über Coinbase kann man Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin kaufen. Also das Angebot ist hier ein bisschen größer. Und die Gebühren sind ähnlich, ein bisschen höher, also zwischen 1-2%, aber sonst ist es auch nicht unwesentlich teurer als bei Bitcoin.de. Und bei Coinbase läuft es über eine Bank in Estland, wo man praktisch seine Euros einzahlt, und das dauert meistens 1-2 Tage, dann sind die bei Coinbase gut geschrieben und dann kann man diese 3-4 Währungen hier bei Coinbase schon kaufen. Und Coinbase überlegt, sein Angebot hier auszudehnen. Im Gespräch sind 4-5 weitere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Cardano oder ZeroX, die man eventuell hinzunimmt. Also man darf da gespannt sein, was in den nächsten Monaten da noch kommt. Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Plattform. Das ist Bitpanda aus Österreich, die mit Sitz in Wien. Das ist praktisch auch ein Zugangsanbieter, wo ich meine Euros gegen Kryptowährungen tauschen kann. Und das Positive an auch eigentlich Bitcoin, Coinbase und auch Bitpanda ist, dass ich hier meine Online-Wallets da habe, also beim Anbieter war. Ich kann die theoretisch liegen lassen, was aber eigentlich nicht so empfehlenswert ist. Wenn ich ja eine größere Summe investiere, dann sollte man die eigentlich schon auf einer Hardware-Wallet tun. Aber solange es nur kleinere Summen, ein paar hundert Euro würde ich sagen, maximal sind, dann kann man das liegen lassen. Und bei Bitpanda.com ist es so, dass hier mehrere Kryptowährungen zur Auswahl stehen. Also nicht nur die jetzt Coinbase und Bitcoin.de haben, wie jetzt Bitcoin Cash oder so und Ethereum, sondern auch Ripple oder Dash oder zuletzt wurde auch IOTA aufgenommen, und Bitpanda möchte auch EOS hinzufügen. Da kann ich also hier schon mehr Kryptowährungen, auch Komodo, kann ich hier über Bitpanda handeln. Also ich zahle hier praktisch auch ähnlich wie bei Coinbase hier Euro ein, oder ich kann es hier auch über so Verkaufen hier abwickeln und auch über die Kreditkarte ist ja möglich. Also Bitpanda bietet hier schon relativ viel Zahlungsmöglichkeiten, Einzahlungsmöglichkeiten an, wie ich das auf meine Euros hier reinbringe. Aber man muss ja auch beachten, dass diese Kosten dann auch höher sind. Also die normalen Kosten bewegen sich bei Bitpanda so zwischen auch 1-2%. Und dann kommen hier noch Kosten hinzu, wenn ich das Ganze über Kreditkarte mache, da muss man halt aufpassen, da wird es halt insgesamt überall teurer. Das ist sowohl auch bei Coinbase der Fall, als auch bei Bitpanda. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das wird dann hier recht schnell teuer.
Und dann kommen wir noch, auch eine recht beliebte Handelsplattform, eigentlich Lightbit EU. Also ist eine niederländische Plattform und die bietet hier auch, also agiert hier als Vermittler mehr oder weniger, wo ich hier auch meine Euros einzahlen kann und dann hier sehr, sehr viele Coins eigentlich handeln kann. Und zwar auch kleine Coins wie Next oder Zero X auch. Oder ja, ganz kleine Coins, aber relativ viele. Ich habe hier relativ viel Auswahl. Der Nachteil ist bei Lightbit, dass hier diese Plattform nicht in Deutsch zur Verfügung steht, sondern eigentlich nur in Niederländisch und in Englisch. Das ist so der Nachteil von Lightbit. Aber wer des Englischen mächtig ist, dürfte hier eigentlich gut fahren damit und keine Probleme haben mit Lightbit EU. Dann, was ich noch nennen wollte, zum Schluss auch Anycoin Direkt EU ist auch eine beliebte Plattform. Und zwar sitzt die auch in den Niederlanden und auf der Plattform kann ich hier 15 oder 16 bis 17 Kryptowährungen sogar mittlerweile handeln und zwar gegen Euro. Und hier bietet auch, also Anycoin bietet hier auch relativ viele Einzahlungsmöglichkeiten, also von Direktüberweisung bis Giropay und Ideal und so weiter an, wie ich hier meine Euro reinbringe in den Kryptomarkt. Und aber ich muss hier natürlich aufpassen, weil Anycoin im Gegensatz zu Lightbit und zu den anderen Kryptohandelsplätzen, die ich vorgestellt habe, ist es so, dass Anycoin keine Wallets anbietet. Also ich muss hier vorher, bevor ich was kaufe, hier mir schon eine Wallet, also eine digitale Geldbörse besorgen, auf die die Coins dann letztendlich überwiesen werden. Das ist ganz wichtig, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Und das ist eigentlich der große Nachteil von Anycoin. Und ja, die Gebühren sind hier auch ein bisschen höher mit 2, 3, 4%. Und natürlich, wenn ich hier sofort Überweisung mache und sofort meine Coins haben will, sind die Kosten noch ein bisschen höher. Und dann bin ich halt schnell mal bei 8% und so. Das ist aber bei Lightbit auch eigentlich der Fall. Wenn ich hier mit Sofortüberweisung hier meine Coins sofort haben möchte, dann wird es sehr schnell teuer. Das war eigentlich so der Kurzüberblick, was möglich ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich persönlich? Ich entscheide das je nachdem, ob es schnell gehen muss oder ob ich Zeit habe. Meistens ist es so, wenn ich nur Bitcoins kaufen möchte, mache ich das über Coinbase. Das ist relativ günstig. Also Coinbase hat ja früher das GitEx geheißen, also heißt jetzt Coinbase Pro, eine Profi-Handelsplattform. Hier kann ich mehr oder weniger gebührenfrei meine Bitcoins praktisch gegen Euro tauschen. Und das ist natürlich schon toll, wenn ich dann jetzt zum Beispiel meine Bitcoins an einer anderen Kryptobörse schicken möchte, wie zum Beispiel Binance, dann kaufe ich die halt schnell über Coinbase. Über Coinbase Pro, da drehe ich dann noch extra ein Video und zeige euch das, wie das genau geht. Aber sonst wäre eigentlich von meiner privaten Seite, so wie ich das mache, eigentlich Coinbase ist so meine erste Anlaufstelle, die ich auch Anfängern eigentlich ans Herz legen möchte. Und wenn es wirklich ganz schnell gehen möchte, dann verwende ich eigentlich Anycoin direkt recht gern, weil ich hier relativ hohe Auswahl an Coins mittlerweile 16, 17 habe und die Niederländer sind auch relativ fix, muss ich sagen, ergänzen ihr Angebot auch immer und bauen ihr Angebot mit neuen Coins aus, die ich natürlich nicht nur kaufen kann, sondern auch verkaufen kann auf der gleichen Plattform. Und das ist das, was ich euch so erzählen wollte, über einen kurzen Überblick über die Kryptobörsen für Anfänger, was hier möglich ist. Und dann hätte ich mich natürlich eure Meinung interessiert. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit den ersten Krypto-Handelsplätzen gesammelt? Schreibt mir das bitte unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch das Glöckchen oder den Alarm drückt, wenn ihr weiter informiert werden wollt, wenn wieder ein Video von uns erscheint. Und dann sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.